Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Video. Und wenn ihr nichts mehr zu FIFA 16 und weiteren verpassen wollt, dann lasst doch einfach ein Abo da. Über ein Like würde ich mich natürlich auch riesig freuen. Und jetzt kommt das Video über die Stürmer. Das wollt ihr ja alle sehen. Habt ihr alle immer in die Kommentare geschrieben. Und jetzt kommt es endlich. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es gibt drei Neuerungen bei den Stürmern. Und es geht so, dass es nur den Unterschied ausmachen zu können und manche Menschen zu verlieren, wo die Eltern kombiniert. Und die erste Neuerung ist eben das No-Touch-Dribbling, eben auf Grundlage von Messi. Und Spieler können jetzt den Ball wie und wann sie wollen berühren. Und sie können jetzt einfach mal Skill-Move und Richtungswechsel und finden, ohne Ballkontakt zu haben, ausführen. Auf jeden Fall schon mal richtig nice Skills hier rausschauen, ohne dass sie den Ball eben berühren. Und dann geht es eben auch noch das Dynamic Crossing. Und eben so, dass man jetzt authentische Flanken energisch und mit hoher Präzision hinter die Defensivreihe eben genau flanken kann. Das finde ich auch richtig nice, Leute. Aber ich denke irgendwie, das viel zu OP sein wird. Haben auch viele gesagt, dass in der Demo einfach mal richtig OP war. Und ja, ich wollte dazu jetzt noch sagen, richtig OP gesehen. Hoffentlich wird es so OP wie diese Facebacke in FIFA 15. Und dann ist es eben auch noch so, dass es Finishing gibt. Und Spieler haben nur mehr Möglichkeiten für den Torabschluss. Und die Schüsse sollen auch präziser und härter werden. Und ja, ist auf jeden Fall richtig nice, weil ich bin immer noch nicht so froh mit diesem Dynamic Crossing, weil ich glaube echt, dass es einfach viel zu OP sein wird. Aber vielleicht macht die EA dann noch irgendwas. Und ja, das war's auch schon mit diesem Video. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr es teilen könntet. Abonnieren und liken natürlich auch nicht vergessen. Ich bin raus, Leute. Auf die Beine. Zu einem neuen FIFA 16 Video und heute geht es um die Erneuerungen in FIFA 16 Ultimate Team. Und davor möchte ich noch sagen, falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne noch nachholen, um nichts mehr zu FIFA 16 zu verpassen. Würde mich auch riesig freuen, wenn ihr auf diesem Video ein Like da lasst. Ich habe das hier extra für euch vorproduziert. Und ihr seht jetzt hier schon auf dem ersten Bild die neue Suche, was man einstellen kann. Man kann jetzt Special Card als Quality einstellen. Also als Qualität, Special einstellen und Informs, Team of the Seasons und so weiter zu suchen. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Erneuerung. Und ja, dann die nächste Erneuerung ist, dass man jetzt eben
die Spielersuche in seinem eigenen Verein viel besser anschauen kann, auch nicht viel besser nicht, aber ich finde das Design auch relativ nice. Dann seht ihr eben hier auch gleich, welche Werte von welchem Folder zum Beispiel besser sind. Und die nächste Erneuerung ist eigentlich so das ziemlich geilste, was EA gemacht hat. Man kann jetzt, wenn man in FIFA einfach mal Packs öffnet, kann man die manche Objekte einfach mal markieren in dem Set. Und ja, dann kann man zum Beispiel einstellen, dass man die markierten dann abstoßen will und den Rest auf die Transferliste senden will. Und ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache für die, die dauernd Packs öffnen oder besonders eben für irgendwelche YouTuber oder so, jetzt allgemein jetzt mal gesagt. Und ja, die letzte Erneuerung ist eben, dass man hier zum Beispiel, wenn man jetzt auf Company geht und dann auf Chemistry Style, dass man da eben vorgeschlagene bekommt, also eben welche, die gut zu diesem Spieler passen würde, die eben EA selber empfiehlt für diesen Spieler, wird man extra angezeigt. Natürlich kann man auch noch andere eben benutzen und ich finde das Design hier auch cool mit den Verbrauchsobjekten, wie ihr hier seht. Und ja, das war's jetzt also mit diesem Video. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Like da lasst, abonnieren und teilen wir natürlich auch richtig nice, Leute. Ich bin dann auch mal raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 News Video. Und falls ihr nichts mehr zu FIFA 16 verpassen wollt, dann lasst doch einfach ein Abo da. Und ich möchte davor noch sagen, dass ich heute früh zwei wichtige Videos zu FIFA 16 Ultimate Team hochgeladen habe. Also checkt die auf jeden Fall aus, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ist wirklich richtig wichtig, Leute. Und ja, dann würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Ich mache mir hier die Arbeit, aber würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und dann beginne ich jetzt auch schon mal mit den FIFA 16 Karrieremodus Sachen. Auf jeden Fall ein richtig nices Feature ist, dass man jetzt trainieren kann. So wie es aussieht, kann man simulieren beim Training und man kann wahrscheinlich auch selber spielen. Und das finde ich auf jeden Fall richtig nice, dass man die Spieler hochtrainieren kann, weil das macht sicher auch richtig Spaß, dann sein Team da hoch zu trainieren. In Ultimate Team wäre das natürlich noch geiler, wenn man das könnte, aber das werden die nicht einführen. Und auf jeden Fall passen sich die Kommentatoren jetzt auch den Saisonverlauf an. Das ist auch auf jeden Fall richtig nice. Und die Transfers sind realistischer. Zum Beispiel Spieler, keine Ahnung, die einfach irgendeinen Vertrag haben, dass sie nicht wechseln dürfen, die wechseln dann auch nicht mehr im Karrieremodus. Oder es ist auf jeden Fall richtig schwer, dass sie dann wechseln. Das finde ich auf jeden Fall auch richtig nice. Dann ist es eben so, dass die Agenten, es gibt gratis Agenten und jetzt noch was richtig nices, Preseason gibt es jetzt. Das heißt, dass man zum Beispiel, wenn man Bayern nimmt, die gehen glaube ich immer irgendwie nach Shanghai oder so, dann kann man da eine Preseason machen und irgendwelche Cups dann in Shanghai oder so spielen im Sommer. Und es bringt auf jeden Fall nochmal richtig viel Geld in die Kassen, haben sie auch gesagt, EA. Und ist auf jeden Fall ein richtig nices Feature. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wieder so richtig viele neue Sachen. Auf jeden Fall teilt das Video. Wäre richtig nice. Lasst ein Like und Abo da, Leute. Ich bin raus, Leute. Wir sehen uns heute bestimmt noch ein paar Mal bei ein paar News-Videos. Haut rein und ciao.